Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Udin, und ich mache lieber ein separates Video nochmal zu der Screenbar. Also ich habe ja das Unboxing gemacht und wir haben uns das angeguckt. Eigentlich wollte ich das, was ich jetzt mache, dahinter machen. Da das aber nicht so toll kommt, mache ich das separat, weil ich muss echt sagen, ich habe jetzt drei Tage arbeite ich jetzt damit. Es ist geil. Es ist einfach geil. Also hätte ich nicht gedacht, dass das Ding so geil ist. Ich zeige euch das mal. So, da seht ihr meine beiden Bildschirme und ihr seht, wie hell das da unten ist. Und das ist wirklich, da meine Schreibtischlampe ist aus, meine Deckenlampe ist aus. Also nicht wundern, dass der Tisch unaufgeräumt ist. Ich bearbeite schon den ganzen Tag Videos. Da oben habe ich jetzt die Screenbar rangemacht, am zweiten Bildschirm. Ich hatte sie erst hier drauf und meine Logitech C920 oder C922, die habe ich ja auch, die ist auf ein Stativ geschraubt. Die könnt ihr super auf die Screenbar oben rauf machen. Ihr macht den Fuß einfach komplett nach hinten, und weil es ja dann unten gummiert ist, und dann könnt ihr das abstützen darauf. Und dann habt ihr dann... gut, aber ich habe dann halt zu wenig Platz zum oberen Bildschirm, und dann wird mir im Stream halt die obere Leiste hier so die Icons abgeblendet. Und dann muss ich dann immer so nach oben gucken. Und ich wollte das jetzt mal testen, wie das aussieht da oben. Und ich finde das da oben so ja noch angenehmer, als wo da war. Weil ich habe jetzt hier meinen Tisch auf der Seite hier schön beleuchtet. Und ich gehe mal ein Stück zurück, dass ihr das sehen könnt. Und das ist noch nicht mal die hellste Einstellung. Mich blendet nichts. Normalerweise, wenn ich die Lampe hier immer anhabe, dann blendet es mich hier von der Wand her oder irgendwie kommt Licht auf den Bildschirm oder so. Das nervt mich immer total. Hier kein Blenden. Ich habe hier unten meine Helligkeit, wo ich sie haben will. Total geil. So. Ich lasse das auch jetzt alles ein bisschen dunkel, dass ihr das besser sehen könnt. Wir haben hier den grünen Punkt. Da könnt ihr das einstellen. Ja. So. Warte mal, ich muss mal hier den Punkt zuhalten. So. Und dann regelt er sich, seht ihr das? Regelt er die Helligkeit selber. Wenn es jetzt hier heller sein würde, dann würde der nicht so hell machen, sondern nur minimal. Die LEDs hier drinnen, das ist innen drin auch irgendwie silber verspiegelt und so. Das ist voll cool. Ihr könntet dann auch noch so ein bisschen drehen. Dann ist halt, also was da drauf ist, das sind die komischen Früchte von Lidl. Die habe ich da rangeklebt. Oder ran mit Saugnapf rangemacht. Ich habe es aber lieber, wenn das jetzt so ein Stück, also man kann das hier drehen. Ich habe so ein Stück lieber, wenn es dann so ein bisschen mehr nach vorne kommt. Ich habe hier eine Helligkeit. Geil. Hier oben einfach drauf und aus. An. Und dann haben wir aber hier noch, wenn ich jetzt hier, ich hoffe, ihr seht das jetzt. Und wenn ich jetzt hier wieder rauf drücke, wird es wieder dunkler. So, das ist die dunkelste Stufe, die es gibt. Immer noch ziemlich hell. Und jetzt machen wir es einfach mal komplett hell. So, und das ist jetzt die hellste Stufe. Ist das nicht geil? Und da gibt es noch eine andere Version, habe ich gesehen bei Amazon. Ja, seht ihr? Ich habe den nämlich mit Sensor gemacht. Na. Oder ist mein Strom gerade ab? Das hat sie jetzt die ganze Zeit nicht gemacht jetzt. So. Und hier oben haben wir den. Jetzt guckt sie gerade, wie hell oder wie dunkel das ist. Die ganze Zeit geht es an und aus und gar nicht aus, und jetzt geht es auf jeden Fall nicht mehr an. So, jetzt sollte die hin. Und hier haben wir dann noch eine Leuchte,
einen Knopf, da können wir die, ich muss nur gucken, dass ich es erwische. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich mache mal lieber nach unten, dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen. Können wir halt hier von so blau-weiß in ganz weiß und in so ein bisschen gelblich. Ich habe es lieber in diesem gelblichen Ton. Finde ich irgendwie angenehmer. Das ist, tut er dann auch nicht so in den Augen weh. Muss euch mal drehen. Also ich bin echt begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass das Ding so geil ist. Wie gesagt, ich habe noch eine andere Screenbar, die werde ich euch auch unten runter in die Videobeschreibung packen. Hier sehen, die hat dann, die kostet auch ein bisschen mehr, die hat nicht die Schalter oben drauf, sondern geht dann so ein Kabel runter und habt da dann unten wie so ein kleines Drehrad oder so und da habt ihr an, aus und dann könnt ihr auch ein bisschen einstellen. Ich habe mir das noch nicht großartig angeguckt. Meine Frage ist jetzt eigentlich eher an mich selber. Wie habe ich so lange ohne die Screenbar ausgehalten? Weil es ist, also wie gesagt, ich habe Extreme hier an diesem Platz ja auch. Und ich hatte immer die Probleme, dass mit der Lampe, das, mit der Standleuchte, das Dämmerungslicht war okay. Aber jetzt, wie ihr seht, draußen ist arschdunkel. Da hatte ich dann immer das Problem, dass das Licht an der Wand gestrahlt wurde oder auf dem Platz. Und dann war das sehr unangenehm nach einer Weile für die Augen. Hier, habe schon 2-3 Mal damit gestreamt. Absolut geil. Also kann ich mich nicht beschweren. Also irgendwie, die Augen tun nicht mehr so schnell weh. Das ist ein ganz angenehmes Licht. Vor allen Dingen, ich habe jetzt diesen Gelbschimmer so ein bisschen drin. Nichts geht gegen den Bildschirm und dann wird es reflektiert oder an der Wand reflektiert oder sonst irgendwas dergleichen. Das Licht geht wirklich da, wo es hin soll. Und normalerweise geht es halt direkt runter auf den Arbeitsplatz. Wie hier, wo ich es hier hatte, ging es direkt runter auf den Arbeitsplatz. Weil ich den ja, den oberen Bildschirm ein Stück weiter zurück habe, habe ich es halt so gedreht. Weiter geht es halt nicht. Oh, jetzt habe ich es aus Versehen wieder. Jetzt habe ich es aus Versehen wieder weiß gemacht. Ach nee, hier ist der Knopf. So. So, jetzt ist ganz weiß. So. Und jetzt ist es mit einem wirklich ein winzig kleiner Gelbschimmer ist mit drin. Also ich finde es angenehmer auf Dauer mit diesem etwas gelblichen als dieses pure Weiße oder dieses Weiß-Blaue. Ist meine, aber ist nur meine persönliche Meinung. Also ich kann einfach nur sagen, top. Ist ein echt cooles Teil und ja, wird jetzt, das wird jetzt mein treuer Begleiter. Auf jeden Fall abends immer bei den Streams oder wenn ich abends Videos bearbeite oder so, dann brauche ich nicht mehr hier alles anmachen. Ich habe auch, also wie gesagt, ich hatte sonst als immer unten. Heute ist das erste Mal, dass ich es oben habe. Ich bin mal gespannt, wie das Licht ist heute Abend im Stream. Wenn ich jetzt hier sitze und streame, ob da dann noch genug Licht kommt, dass ich nicht irgendwie noch eine andere zusätzliche Quelle anmachen muss. Das weiß ich noch nicht. Ja, dann würde ich jetzt hier auch erstmal Cut machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wäre Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.